Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurze Anmerkung in eigener Sache. Ich habe jetzt noch mal ein Video nachgelegt über die sogenannten prophetischen Jahre und ich höre eigentlich überhaupt nichts von irgendwelchen Theologen. Also kein Theologe schaltet sich da mal irgendwo ein oder sagt mal, das ist falsch und argumentiert dagegen. Es ist alles still. Niemand nennt meinen Namen. Namen darf man ja ohnehin nicht nennen, ja. Tue ich aber trotzdem. Warum? Weil Paulus das auch gemacht hat, ja. Die Evodia und die Syntiche ermahne ich, dass sie nicht streiten, schreibt er. Steht 2000 Jahre lang in der Bibel, ja. Er schreibt an Timotheus, hüte dich vor Alexander dem Schmied. Er hat uns viel Böses erwiesen, ja. Das heißt, Paulus hat da überhaupt keine Skrupel und nennt die Teilnehmer alle komplett mit Namen. Und ich tue das auch. Ich weiß schon, dass das viel klüger wäre, wenn man niemand mit Namen nennt, weil dann tut man ja auch niemandem weh und eine Krähe hackt der anderen ja auch kein Auge aus. Das kennt man ja auch zur Genüge, aber ich halte mich da nicht dran. Ich bin nicht hier, um taktisch klug zu sein, sondern ich bin hier, um so gut, wie es mir irgend möglich ist, Gottes Wort auszulegen. Und ich staune nach jetzt so vielen Videos, die ich über dieses Thema gemacht habe und ja auch einige Theologen angeschrieben habe, auch bekannte Theologen, auch Bibelübersetzer angeschrieben habe. Da kommt überhaupt keine Reaktion von euch, ja, von euch Theologen. Was ist denn da los? Warum reagiert ihr denn da nicht? Habt ihr Angst oder interessiert es euch vielleicht überhaupt nicht, ja? Gibt es da irgendwie mal jemand, der mal konstruktiv die Dinge mal vielleicht auch kritisch unter die Lupe nimmt oder mal dagegen argumentiert, sachlich am Thema? Also jetzt nicht direkt auf der persönlichen Ebene, das habe ich ja auch ausreichend erlebt in den letzten 7 Jahren. Gibt es mal irgendjemand, der professionell sich mit Theologie beschäftigt und mal einfach dagegen spricht? Oder vielleicht auch mal einfach dafür, ja? Der das vielleicht mal bestätigt oder der mal sagt, an der Sache ist vielleicht doch was dran. Könnte ja auch sein, dass jemand vielleicht sagt, ich habe mir das jetzt angeschaut über einige Jahre und ich sehe, dass da dass das profunde Dinge sind, die da bewegt werden im Wort Gottes. Warum rührt ihr euch nicht, ihr Theologen? Was ist denn da los? Ja? Entweder schlaft ihr oder ihr habt Angst. Ja? Aber es ist irgendwie keiner dabei, der irgendwann mal den Mut hätte, das mal auf der Fachebene auch mal konstruktiv zu kritisieren. Ja? Oder wegen mir auch konstruktiv zu bestätigen. Ja? Jemand, der jetzt vielleicht auch Native Speaker ist in Hebräisch oder Griechisch oder Aramäisch, der könnte ja auch etwas dazu beitragen. Ja? Das könnte man ja im gegenseitigen Exkurs auch tun. Ich kann hier nur ganz lobend den Herrn Professor Dr. So und So erwähnen, dessen Name ich jetzt, doch vielleicht kann ich ihn auch nennen, ja, Professor Dr. Wenning von der Universität in Münster. Der ist der weltweite Experte für die Decapolis. Der hat mir sehr viel geholfen, ja. Das war ein ganz, ganz fruchtbarer Austausch und das war sehr kollegial und nett, so wie man eigentlich auch als Christ miteinander umgehen sollte, ja. Aber aus der evangelikalen Ecke von den maßgeblichen Leuten höre ich da gar nichts, ja. Da ist weder Zustimmung noch Ablehnung, irgendwie entweder ist da Schockstarre oder so eine, ich sage immer, so ein brüllendes Schweigen, ja. Und da staune ich einfach drüber, ja. Ich lasse mich da jetzt auch nicht groß von beeindrucken. Ja, wir gehen da einfach unseren Weg und freuen uns darüber, was wir in der Bibel finden dürfen. Und es geht vielleicht doch gar nicht mehr so sehr um die Theologen, ja, sondern vielleicht geht es einfach um das einfache Volk Gottes, ja, die einfachen Leute, so wie wir alle sind, ja. Die Elenden unter den Schlachtschafen, die merken, dass es Gottes Wort wäre, ja, steht in Sacharja. Aber die Theologen verschlafen da was, ja? Das sind das schlafende Hunde, wie in Jesaja steht, ja? Die bellen und nicht beißen. Was ist denn da los, ja? Und ich glaube, dass die allesamt ihre Auslegungen einfach nochmal ordentlich überprüfen müssten. Die müssten ihr Marschgepäck nochmal festzurren. Und das geschieht überhaupt nicht. Also da staune ich da schon drüber, ja? Und bei anderen Theologen sehe ich, wie sie da total verbocken und verbiestern und sich da in ihre Theologien und Theorien eigentlich auch weiter reinsteigern, ohne einfach mal vielleicht auch dem Wort Gottes gegenüber ein bisschen Respekt zu zollen und zu sagen, vielleicht muss ich mich da einfach mal korrigieren in den Aussagen, die ich da gemacht habe. Ich verstehe natürlich, dass das schwierig ist für die Theologen, ja? Dass man zugeben müsste, dass man sich Jahre und Jahrzehnte lang geirrt hat, dass man vielleicht die falschen Bücher geschrieben hat, dass man jahrelang eine falsche Theologie gehabt hat, eine falsche Eschatologie. Aber bei einigen sehe ich, dass da so eine Verbiesterung stattfindet. Ja? Da verknöchert man sich so und
Also es ist eine ganz seltsame Reaktion, finde ich manchmal. Ja. Ich empfinde das nicht als eine normale mitmenschliche Reaktion. Ja. Das ist irgendwie eine taktische Reaktion. Und ich habe jetzt mit vielen Theologen auch darüber, jetzt, ich habe das nicht alles veröffentlicht, ja, weil es ja auch bilaterale Gespräche sind und ich kann die dann nicht einfach ins Internet stellen. Aber da waren schon Leute auch bei, also da sind auch wirklich hochqualifizierte Leute bei gewesen. Einer sogar, der verantwortlich ist auch für eine Bibelübersetzung, der mir im Gespräch bestätigt hat, dass das alles richtig ist, was ich da schreibe. Und zwar sowohl über die Wiedergeburt Jerusalems, wie auch über Daniel, über das Standbild, dass das historisch richtig ist. Ja? Und er sagt, wir in unserer theologischen Ecke, wir vertreten eine Minderheitenmeinung. Das hat er mir ganz offen gesagt. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Ja? Ich kann das aber jetzt nicht öffentlich machen, weil das muss der selber tun. Den Mut muss er selber auch haben. Ja? Aber ich fände natürlich toll, wenn jemand sich dafür begeistern könnte. Und vielleicht könnte man sogar eine Bibelübersetzung machen und die Texte dann einfach mal auch in den Zusammenhang stellen der Eschatologie, die sich hier ergibt. Ja? Und ich würde mich auch dazu bereit erklären, Fundraising zu machen. Ja? Ich habe aus meiner Vergangenheit einige Kontakte zu Leuten, die auch Geld haben. Ja? Und bei denen mal zu betteln und zu sagen, wir wollen eine Bibelübersetzung machen, was trägst du dazu bei? Da würde ich mich zu hergeben. Ja? Da würde ich mich hergeben zu. Aber die Theologen geben sich scheinbar nicht her dazu. Ja? Die bleiben da verbockt in ihrer Ecke oder schlafen einfach, ja? Liegen auf der Couch und schlafen. Sorry, dass ich das so offen sage, ja? Aber ich finde es vollkommen abwegig, was da passiert, dass da nicht mehr Bewegung ist. Aber vielleicht sind wir auch als westeuropäische Christenheit schon so eingeschlafen, dass wir das vielleicht überhaupt nicht mehr können, ja, dass überhaupt gar kein Licht mehr da ist für das Wort Gottes und dass wir einfach niedergehen, ja, als christliche Gesellschaft, christliche Kultur, einfach niedergehen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ja, also in 4. Mose 12 ist berichtet, wie Miriam aussätzig wird. Das ist die letzte Station vor der Landnahme. In 4. Mose 13 ist die Landnahme, ja, wo Israel dann ins gelobte Land einzieht. Und die letzte Station vor der Landnahme ist, dass Miriam aussätzig wird. Davor ist dann noch Kapitel 11, ja, 4. Mose 11, da geht es um die Wachteln, ja, das deutlich auf die Zungenrede. Das haben wir jetzt so gut 100 Jahre lang gehabt in unserer christlichen Kultur, ja, dass die Zungenrede sich immer mehr ausbreitet, finde ich ein absolutes Endzeitzeichen. Und ich glaube, das Letzte, was passieren muss, bevor die Gemeinde Jesu heimgeht, ist, dass Miriam aussätzig wird. Die Kirche, die christliche Kirche wird komplett aussätzig, ja? Die wird sündig, die wird satanisch, die fällt einfach komplett ab vom Glauben und ist zu überhaupt nichts mehr zu gebrauchen, ja? Wie das Salz, das kraftlos geworden ist und das man rauswirft auf die Straße, dass die Leute es zertreten. In der Situation sind wir. Und das müssten gläubige Theologen auch wissen. Die Zeit drängt und die Zeit läuft unglaublich schnell, ja? Das merken wir auch alle. Ja, wir sehen ja auch, was politisch los ist, was weltpolitisch los ist, was gesundheitspolitisch los ist, was in Bezug auf den Dritten Weltkrieg los ist. Das merken wir alle, das sehen wir doch. Und dazu kommt meiner Meinung nach das, was in der Bibel los ist, was sich in diesen Bibeltexten da befindet und was sich da bewegt und was sich tut. Wir sehen auch, was in Israel passiert, ja, dass Israel drauf und dran ist, zu zerbrechen, etwas, was wir auch in der Bibel sehen. Ja. Also da staune ich irgendwie drüber und ein bisschen schmunzeln muss ich da auch drüber, dass da dieses brüllende Schweigen ist. Und ich empfinde das und werte das als Zustimmung. Ja, ich werde das als Zustimmung, denn wenn das falsch wäre, dann würde sich vielleicht mal einer die Mühe machen, 5 Minuten Video zu machen und dann könnte man das ja relativ schnell auch entkräften, aber das kommt überhaupt nicht. Ja? Ich würde mir das aber wünschen von Leuten, die wirklich auch professionell in den Dingen unterwegs sind und die da eingearbeitet sind, ja, die sich da auskennen mit. Ich suche auch nicht unbedingt so die persönlich beleidigende Schiene. Ja? Ich tue das ja auch nicht. Ich beleidige da ja auch niemanden. Ich will auch niemanden persönlich da angreifen, aber die Art der Auslegung, die muss dringend hinterfragt werden und das tue ich auch. Ja? Und um auch das nochmal zu sagen, Auslegungen, die öffentlich gemacht werden von jemandem, die darf man auch öffentlich kritisieren. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ja? Dass das viele irgendwie als ehrenrührig ansehen oder vielleicht die Pastoren oder Prediger als sakrosant werten, da kann ich nichts für. Aber das liegt vielleicht daran, dass die in den Themen noch nicht so gut unterwegs sind. Aber jemand, der sich öffentlich im Internet mit diesen Videos da präsentiert, der muss auch damit rechnen, dass er Kritik bekommt, ja? Dass man das mal auf den Prüfstand legt. Und das verlange ich oder erwarte ich oder scheue ich nicht,
dass man das mit meinen Sachen auch macht, ja? Wenn es denn dann fachlich ist und auf der Sachebene läuft, ja, und nicht so emotional aufgeheizt ist, dann würde ich mich sogar freuen darüber, weil das der Sache gut tut, ja. Aber wie gesagt, bislang ist alles still. Einzelne Gespräche führe ich da, auch Mailwechsel gab es da mit einigen Leuten aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, ja, da gibt es schon einiges, was ich da zeigen könnte, was ich aber nicht tue, wie gesagt, weil das Dinge sind, die ja unter vier Augen laufen und die kann man jetzt nicht irgendwo ins Netz einfach stellen, das darf man ja nicht machen. Aber Videos, die öffentlich gemacht werden über irgendwelche griechischen Regeln oder griechische Grammatik, die dann irgendwie zu einer kruden Auslegung führt, die darf man schon hinterfragen. Und das muss man sogar, ja. Paulus sagt ja auch zu den Beröer Christen, prüfet alles und das Gute behaltet, ja. Oder bei Beröer sagt er jetzt, die waren edler als die in Thessalonich, noch edler als die in Thessalonich, denn die prüften, ob sich so verhielte, ja. Und das tun wir auch. Wir prüfen, ob das, was wir hören, ob das richtig ist, ob sich das lohnt, das zu glauben oder ob das auf tönernen Füßen steht. Das wollte ich nur mal so zurufen, ja, da kommen auch noch einige Themen, auch über die Offenbarung nochmal. Da habe ich so zwei, drei kurze Themen, die ich gerne als Blitzlichter behandeln möchte, weil die langen Videos, die ich gemacht habe, auch bestätigen, ja. Und für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so tief im Thema ist, in einem eng umrissenen Rahmen bestimmte Dinge in den Fokus stellen, so wie hier zum Beispiel auch mit den prophetischen Jahren, die in der Bibel überhaupt nicht existieren, ja. Das ist natürlich eine ganz fatale Sache, denn auf diesen sogenannten prophetischen Jahren, die man sich da zusammenklaubt aus Offenbarung 11, die komplette Berechnung der 70 Jahrwochen abzustellen und nicht zu merken, dass das falsch ist, das ist keine handwerklich saubere Arbeit. Ja? Das würde, wenn ein Klempner so arbeiten würde, dann wären alle Leitungen undicht. Ein Bäcker dürfte auch nicht so arbeiten, weil das Brot würde überhaupt nicht schmecken. Ja? Und in der Theologie geht sowas. Ja? Also ich wollte das einfach nur mal so aufrufen, wenn irgendjemand in den Themen wirklich auch gut unterwegs ist und vielleicht auch eine gewisse Reputation hat. Ich lade Sie ganz herzlich ein, mit mir in Kontakt zu treten, dass wir über die Dinge einfach mal sprechen, weil ich glaube, dass die Zeit drängt. Ja? Wer da also Lust hat und Freude zu, freue ich mich. Und ansonsten gehen wir ganz einfach unseren Weg und machen diese Auslegungsarbeiten weiter. Ich freue mich da sehr drüber, dass ich das tun darf. Das ist sehr, sehr viel Arbeit, aber ich tue das unglaublich gerne. Ja, ich freue mich darüber, die Aufgabe überhaupt zu haben und dass Gott da so viel Licht schenkt drüber. Das finde ich was ganz, ganz Wertvolles. Ja. Und deswegen freue ich mich drüber und mache das gerne und werde das auch weiterhin tun. Ja. Und ich freue mich über jeden, der die Gedanken mitverfolgen kann und sich da mit mir freut drüber, weil wir sehen, dass die Bibel so wahr ist. Und dass wir sehen, dass Jesus wiederkommt. Ja? Die Zeit ist nahe, da kommt was. Ja? Das ist meine Naherwartung, wenn ich das sehe in der Bibel. Und freue mich über jeden, der die Gedanken so mitgeht. Ich schließe hier, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Und ich melde mich bald wieder mit einem neuen Video. Ja? Also auf bald.